Hallo und herzlich willkommen aus Schönau am Königssee. Wir sind hier vorm Hotel Alpenhof. Bei mir ist Christian Hufnagel von unserem Platinum-Partner LOXHOME24. Christian, was steckt hier drin? Was steckt hier dahinter? Also wir sind hier am Hotel Alpenhof, wie du sagst. Das ist ein Wellness-Hotel, ein 4-Sterne-Superior-Hotel. Und wir haben hier Wellness-Bereich mit LOXHOME automatisiert. Die ganze Pool-Technik haben wir auch mit integriert. Und ein Restaurantbereich ist auch noch dazugekommen. Das sehen wir uns dann aber an. Da haben wir die ganze Audiotechnik, auch den Außenbereich mit Beleuchtung und auch Lautsprecher im Außenbereich. Okay. Klingt super interessant, aber wir müssen gleich rein in den Wellness-Bereich. Es ist so kalt hier im Winterwunderland. Christian, das ist ein ziemlich großer Wellnessbereich hier, sehe ich. Ja, der Wellnessbereich, der hat schon einiges zu bieten. Also wir haben verschiedene Saunen, wir haben auch Infrarotkabine, wir haben auch das ganze Thema Lichtsteuerung, Heizungssteuerung, Musik und das machen wir alles mit LOXHOME. Also wir haben jetzt erste Teile schon mal mit der Musik auch mit LOXHOME umgesetzt. Das heißt zum Beispiel außen, im Außenbereich ist eine Sauna, eine große mit zwei Öfen mit jeweils 15 Kilowatt. Da wird auch beim Aufguss das Licht auf Rot gestimmt. Und dann wird auch noch die ganze Soundkulisse dazu angepasst. Aber was wir hier auch machen, also wirklich die komplette Saunasteuerung, das heißt auch die Sicherheitstechnik. Du kannst dir vorstellen, so Saunen, das ist wirklich sehr viel Brandlast und da muss man auch schauen, wie wird denn das sozusagen gemanagt. Da haben wir uns etwas überlegt, mit einem One-Wire-Button muss jede Sauna am Morgen von einem Mitarbeiter besichtigt werden. Das heißt, er muss die Tür aufmachen, muss sie auch schließen, muss das dann mit dem One-Wire bestätigen. Und erst wenn das passiert ist, kannst du aus der Ferne die ganzen Saunen einschalten. Thema Lastmanagement ist auch noch ganz wichtig hier, weil wie gesagt, wir haben sehr viele Saunen, sehr viele Verbraucher. Da sind wir dann irgendwie gleich mal bei, ich glaube, 80, 90 kW. Das heißt, da geht es richtig zur Sache, wenn die einschalten. Und da müssen wir dann natürlich auch drauf schauen, wie wird denn das eingeschaltet. Das heißt, wir haben in der Früh, wird da wirklich der Mitarbeiter ganz einfach, drückt einen Knopf, die ganze Sauna wird aktiviert, also die ganze Saunalandschaft eigentlich, muss man sagen, das Licht geht an. Und dann werden die Saunen sozusagen in Stufen eingeschaltet, damit man auch das Lastmanagement oder die Lasten halt fürs Hotel, weil das wird dann nach 15-Minuten-Zyklus dann zum Bezahlen, was man halt verbraucht hat, wird dann auch stufenweise eingeschaltet, dass man halt einfach auch energieeffizient hier arbeiten können. Ein weiteres ganz wichtiges Thema, was wir umgesetzt haben, ist das Thema Sicherheit. Mit LOXHOME Caller Service haben wir die Möglichkeit, dass wir Anrufe absetzen. Wir haben in jeder Sauna, auch in den Infrarotkabinen, einen Knopf, da kann der Gast, wenn jetzt wirklich ein Notfall sein sollte, einen Notfall auslösen. Und das funktioniert dann so, es wird die Rezeption automatisch von LOXHOME System angerufen, da wird auch dann mitgeteilt, okay, was ist denn für ein Problem? Und wenn sich der Mitarbeiter dann innerhalb von 2 Minuten nicht darum kümmert, das heißt, er muss wirklich bestätigen mit der Nummer 1, dass er sich dem Fall annimmt, dann wird in zweiter Stufe dann auch der Chef angerufen oder der Betriebsleiter dann. Das heißt, es ist wirklich gewährleistet, wenn ein Gast einen Notfall hat oder wenn irgendwas in der Sauna nicht stimmt, dann wird das auch abgesetzt und das nimmt sich jemand an dem Thema. Ja, Christian, jetzt kommen wir hier zum Poolbereich. Man riecht schon, es ist auch ein bisschen wärmer als noch drüben. Was habt ihr hier mit LOXHOME gemacht? Also hier im Poolbereich, auch den Außenpool, messen wir die ganzen Temperaturwerte, die Chlorwerte, pH-Werte. Mhm. Das bekommen wir von einer externen Poolsteuerung. Und was wir hier auch noch machen, ist einfach das ganze Thema Beleuchtungssteuerung. Das heißt, die ganze Poolbeleuchtung, die Hallenbeleuchtung, das machen wir auch alles über LOXHOME. Und ich habe, glaube ich, gesehen draußen die Poolabdeckung, auch ein wichtiges Thema. Genau, die Poolabdeckung steuern wir auch über LOXHOME. Da ist im Grunde Mechanik drin, die was einfach auseinanderfährt. Und das wird aber auch komplett über LOXHOME gesteuert, weil auch Poolabdeckung ist ein wichtiges Thema, Energieeffizienz. Über die Oberfläche verlierst du einfach am meisten Energie bei einem Pool. Alles klar. Oh, ich fange ein bisschen an zu schwitzen hier, weil die Luftfeuchtigkeit so hoch ist, natürlich in dem Schwimmbad. Gehen wir hoch zum Restaurant, schauen wir uns gerne. Das an. Machen wir alles gerne. Klar. So, leicht geschwitzt aus dem Wellnessbereich raus, Christian. Jetzt sind wir hier im Restaurantbereich. Was habt ihr hier mit LOXHOME gemacht? Also hier haben wir eigentlich auch wieder alles, was LOXHOME halt so bietet, gemacht. Das heißt Beleuchtungstechnik, Audio haben wir auch gemacht. Also Beleuchtung ist sehr viel mit Tree, wie man hier sieht, die Tree-Spots. Wir haben auch sehr viel mit LED-Streifen gemacht, das heißt mit den RGBW-Themen Tree. Dann haben wir auch noch das ganze Thema mit DALI und Audio haben wir eben auch sehr viele Lautsprecher. Es ist ein relativ großer Restaurantbereich. Ja, ich sehe es. Man kann die Zonen auch einzeln beschallen, wenn man will, aber typischerweise der Standardanwendungsfall ist eigentlich, dass alles synchron läuft. Mhm. Wie sieht hier der Schaltschrank aus? Kann ich dir auch gerne zeigen. Schaltschrank haben wir hier. Ah, okay. Der ist da schön versteckt hinter einem
Tischlermöbel. Schaltschrank ist hier, also man sieht, wir haben zwei Audioserver im Einsatz mit auch Stereo-Extensions. Warum zwei Audioserver? Wir hatten hier auch die Herausforderung, dass wir externe Zuspielgeräte anschließen wollen. Das heißt, mit dem Line-In-Eingang geht das ja super. Das heißt, du kannst auch externe Zuspieler in das System integrieren. Im Hotelbereich, da gibt es einfach spezielle Anbieter, die spezielle Musik oder spezielle Kanäle halt einfach bieten, wo halt für den Gast ein schönes Ambiente geschaffen wird. Und das ist über diese Zuspieler realisiert. Man sieht auch, wir haben einen Miniserver auch drin, wir haben Relais-Extension drin, wir haben Dimmer-Extension drin. Das heißt, auch Licht wird auch über die Dimmer-Extension angesteuert teilweise. Wir haben sehr viele Tree-Dimmer, also für die ganze 24-Volt-Technik. Wir haben auch eine Airbase drin, das heißt auch das Thema Air haben wir. Im Außenbereich haben wir auch Beleuchtungssteuerung, das heißt, da ist eine Überdachung, da wird die Beleuchtung auch damit gesteuert und das lässt sich auch super integrieren, weil du erkennst bei Air gar keinen Unterschied, ob das jetzt ein Kabel ist oder mit einem Air-Signal funktioniert. Das ist ja genau gleich sozusagen von der Handhabe, der Kunde sieht sowieso nicht und auf der technischen Seite ist das ja auch super gelöst. Also gesteuert wird das Ganze automatisiert, das heißt über verschiedene Zeiten, die hinterlegt sind, für Frühstück, Mittagessen, Abendessen, wird die Beleuchtung und auch die ganze Audiotechnik für diese Stimmungen einfach gerichtet. Was aber auch noch möglich ist, wenn das Personal oder der Betreiber das einfach selbst jetzt steuern will, kann er das entweder über App machen oder auch über einen NFC-Code-Touch, den wir an einer zentralen Stelle platziert haben. Apropos Kunde, wie gefällt es den Hoteliers? Ich würde sagen, da fragen wir einfach den Betriebsleiter vom Hotel, weil dann ist es wirklich aus erster Hand und brauche ich nicht irgendeine Geschichte erzählen. Alles klar, gut, schauen wir mal, ob er vorne ist. Ja? Also für uns als Endkunden von Luxon ist natürlich der Zeitfaktor am wichtigsten als Hoteliers. Die Zeit sitzt uns immer im Nacken. Und wenn ein automatisierendes System wie hier bei uns im Haus einfach einwandfrei funktioniert, das ist bei uns auch Gott sei Dank so tut, ist natürlich der große Vorteil, dass wir natürlich durch die einzelnen Räume nochmal durchgucken, stichprobenartig auch überprüfen, ob auch wirklich alles funktioniert. Aber der Zeitfaktor ist eben immens wichtig. Gerade im Wellnessbereich, der ist bei uns relativ groß. Wir wissen ganz genau, welche Saunen wann wie angehen. Das funktioniert auch sehr gut. Restaurant dasselbe. Unser Abendessen beginnt standardmäßig um 18 Uhr, 17.50 Uhr, eine kurze Begehung. Wir wissen aber, wie das System das vorgibt. So läuft es dann auch. Und auch der Sicherheitseffekt im Wellnessbereich, auch die Pooltechnik. Stimmen die Chlorwerte? Sind die Temperaturen richtig eingestellt? Sind für uns immer in Echtzeit überall einsehbar? Und das macht für uns das System von Luxon wirklich sehr interessant und sind froh, dass wir es haben. So, Christian, bevor wir wieder nach Hause fahren müssen, will ich noch mal kurz dieses schöne Winterpanorama hier genießen, aber nicht ganz ohne Grund, weil auch im Außenbereich steckt ja Luxon dahinter. Genau, das ist die Terrasse, die wird im Sommer einfach auch als erweitertes Restaurant benutzt. Mhm. Da haben wir auch Audiotechnik, das heißt, da ist auch der Audioserver im Einsatz. Beleuchtungstechnik haben wir hier auch noch über die RGBW-Dimmer in der Air-Variante, das heißt, auch die Beleuchtung wird über Luxon gesteuert. Mhm. Und an der Stelle möchte ich einfach ganz wichtig sagen, Luxon hat uns da generell bei dem ganzen Audiothema super unterstützt. Unser Partnercoach, der Stefan Ulrich, der hat uns da beim Ausmessen, Einstellen, auch Pegelanpassungen mit externen Zuspielern, der hat uns einfach super unterstützt und war auch, glaube ich, nicht selbstverständlich und ist eine super Geschichte gewesen. Ja, da glaube ich, freut sich der Stefan, wenn er das sieht. Also Daumen hoch auch mal. Danke an unsere Partnercoaches, die unsere Partner ja durch die Projekte begleiten. Jetzt wird es aber schon wieder ein bisschen frisch. Ich glaube, gehen wir wieder rein. Kommst du, die Sauna wäre soweit? Ach, genau. Also das war unser kleiner Rundgang hier durch das Hotel Alpenhof in Schönau am Königssee. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo auf unserem YouTube-Kanal. Und mehr Infos finden Sie natürlich auch auf unserer Webseite luxon.com. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Und jetzt aber ab in die Sauna.